In Mailand will ein Experte die technischen Fähigkeiten des Mannes aus Vinci prüfen. Jahrelang hat er Bücher, Bilder und Gegenstände aus dem 15. Jahrhundert gesammelt, um sich in Leonardos Welt einfühlen zu können. Der Designer Mario Taddei ist überzeugt, Leonardos Erfindungen haben zum größten Teil funktioniert. In seinen Zeichnungen habe der Mann aus Vinci Details verborgen, deren wahren Zweck bis heute niemand kenne. Taddei hat alle Skizzen Leonardos in modernste Computerprogramme eingespeist. Aber noch hat er sein Ziel nicht erreicht. Zu viele rätselhafte Einzelheiten, die keinen Sinn ergeben. Immer wieder nimmt er die originalen Blätter des Genies zur Hand. Sind diese technischen Zeichnungen verschlüsselt? Ich glaube nicht, dass es ein geheimer Code ist. Leonardo machte das nicht mit Absicht. Es waren seine persönlichen Aufzeichnungen, seine Gedanken, die er schnell mit der Hand notierte. Darin muss man den wahren Leonardo wiederentdecken. Im Studio der Gruppe Leonardo 3 hat Mario Taddei in jahrelanger Arbeit alle technischen Zeichnungen des Meisters miteinander vernetzt. So erkennt er im scheinbaren Chaos ihren verborgenen Zusammenhang, der 500 Jahre lang vergessen war. Für ihn zeichnet sich ein Muster ab. Es sind oft kleine Elemente, die Leonardo quasi nur hingekritzelt hat. Aber das Unglaubliche ist, dass er uns damit Hinweise gibt, wie man aus ihnen eine bisher unbekannte Maschine baut. In der Computerrekonstruktion setzt Taddei aus den rätselhaften Einzelteilen einen komplexen Mechanismus zusammen. Zur Sicherheit baut er alle Elemente seines Modells noch einmal aus Holz nach, einem Material, das Leonardo damals zur Verfügung stand. Wird sein Mechanismus funktionieren? Tatsächlich. Die Rekonstruktion zeigt ein Wunderwerk. Ein Roboter, 500 Jahre vor unserer Zeit. Ein komplizierter mechanischer Löwe in voller Größe, von Leonardo entworfen für die Feste seiner Gönner.